Ja, hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Outer Worlds. So, ja, hab jetzt ein, zwei Tage nicht gezockt. Die andere Folge, die war vorproduziert. Manchmal geht's halt nicht anders, ne? Bin ja auch berufstätig und so. Ja, aber jetzt bin ich wieder am Start und ich habe mal geschaut, wir wollten ja diese eine Groundbreaker-Waffe noch finden, ne? Und da habe ich mir ja schon beim letzten Mal wieder einen Wolf gesucht. Und ich gestehe, ich habe jetzt mal einen Guide zur Reiterate gezogen. Es ging nie anders, ich bin da nicht rumgekommen. Und habe mir das im Video mal angeschaut, wo man den findet. Also wenn ihr die selber sucht, ja, also kann ich euch das jetzt sagen. Also wenn wir hier, ne, hier ist unser Schiffchen, die Groundbreaker. Und wenn wir hier hochkommen, also quasi in den Kastens rein, müssten wir, ich hoffe, ich finde das jetzt nochmal, hier vorbei, an dieser Werkbank vorbei. Like me, huh, Dr. Ellie? Was? It's nothing personal. Ich I'm just not the touchy-feely type. It's just you seem fine with the others. Did I do something to make you unhappy with me? You gotta stop taking things so personal. You're setting yourself up for a letdown. Na, die zwei, okay. Ich glaube hier, nee, wo war das? Ah, doch hier, genau, hier müssen wir glaube ich rein. Und dann hier in diesen Raum mit den ganzen Krankenbetten. Und dann, also weiter bin ich noch nicht gewesen. Ich habe nur ein Video geschaut. Hier muss man hochhüpfen. Hüpf. So. Hier noch was klauen. Nehmen wir mit. Da hinten könnte man jetzt auch noch was holen. Aber lassen wir jetzt mal links liegen. Und dann müssen wir hier wieder runter. Und eventuell sind hier Feinde. Genau. Oh. Junge, Trecker Action haben wir jetzt noch mal anfangen. Geh das direkt hier voll ab. Das gibt's ja nicht. Wo ist eigentlich die Ellie? Ist sie verreckt oder was? Nee, ne? So. Schlüsselkarte zum Reparaturhangar. Genau, das brauchen wir nämlich. Guck, was haben die sonst noch alles dabei? Ah, da bist du ja. Hab dich schon vermisst. So. Ich glaube, die Waffe können wir jetzt erstmal wegstecken, glaube ich. Was hast du dabei? Aha, okay. So, was liegt denn sonst noch rum? Ich glaube nichts, oder? Oh, wo geht's denn da lang? Okay, mach ich auch noch nicht. So, jetzt müssen wir hier durch diese Tür durch. Hier gibt es noch eine Werkbank. Aha. Und die können wir nämlich nur mit dieser Schlüsselkarte aufmachen. So. Und da ist der Prismahammer. Jawohl, so, haben wir sie. Das ist nämlich die Waffe, die besagte. Wo ist er? Hier, Prismahammer. Genau, das ist er. So, sollen wir die der Parvati geben? Ja, die geben wir der Parvati, oder? Wo die macht ja kaum Schaden, der macht ja 150. Einhandwaffe. Viel Schaden macht das Ding aber nicht, ne? Aber was hat denn die für einen Spezialeffekt? Zu Boden werfen, ist das der Spezialeffekt von dem Ding oder was? Was haben wir noch? Eine Hammerwaffe, den Impuls, haben wir dessen Pläne von den Revolution Araben Bar zu gestohlen wurden. Die sich schneller machen. Okay. Hm. Ja, keine Ahnung. Was das jetzt für besondere Waffe sein, was die jetzt genau können soll. Naja, egal, dafür jetzt die ganze Ärger. Nein, Quatsch. Spezialfeld zu Boden werfen. Hm. Naja, gut. Okay. Was haben wir hier? Was steht hier bei Spezialeffekt? Schwächung. Okay. Ja gut, vielleicht. Ah. Schrumpfschaler. Prismahammer. Das ist egal, wir probieren das trotzdem aus. Wir nehmen den einfach mal und probieren den nachher mal aus. So, drei. Was kann denn der? Huch. Naja, gut. Probieren wir nachher aus. So, jetzt, was haben wir denn hier noch hier? Terminal. Hauptmenü, Protokolle. Aha. Okay, lass mal.
Wie immer, wenn ihr das lesen möchtet, könnt ihr ja kurz das Video anhalten, wenn ihr wollt, ne? Ich lese mir die Sachen, die lese ich mir dann offline so nochmal durch oder so. Oder beziehungsweise, wenn ich das Video schneide, dann lese ich mal die ganzen Sachen. Auslöschung. Ja, das geht jetzt sonst zu lange. Wir wollen ja was erleben. So, soll zwar gemütlich sein, aber Zeit verschwenden müssen wir ja auch nicht, ne? So, weiter im Text. Da geht's runter. Ah, da unten gibt's auch noch was. Schwere Munition, Rüstungsteile. Okay. Sonst gibt's hier nichts mehr. Ne? Okay. Mal wieder hoch. Und dann gehen wir mal hier lang. Gucken, wo wir hier rauskommen, ne? Ah ja, okay. Ach, schau mal an. Bitmodul, oh, Granatwerfer. Nice. Okay. Alles klar. Wo sind wir hier? Oh, hallo. Ach, jetzt sind wir wieder. Ah, in den Betten hier. Okay. Oh, da liegt auch noch was. Oh, können wir das klauen? Oh, wahrscheinlich sieht der uns da, wenn wir den Dietrich klauen. Nee, wir lassen das lieber. Sonst gibt's wieder Ärger. Okay. So, jetzt müssen wir nochmal schauen, was wir machen müssen. Ich muss gerade hier richtig hinsetzen. Okay. So, okay, das können wir auf dem Schiff machen. Notsignal haben wir. Wer ist da? Okay, das würde ich gerne noch lassen. Da müssen wir diesen einen Typen da killen. Ne? Kritische Lösung, was war das? Ah ja. Okay, dann müssen wir für den Doktor diesen Captain finden. Begleiterauftrag. Da müssen wir. Wo müssen wir da hin? Auf Monarch, genau. Okay, da geht das, erledigt sich sein Sanitätsmaschine. Roseway. Wo auch immer jetzt Roseway ist, weiß ich jetzt gerade nicht. Und freie Passage. Ach so, das müssen wir auch noch machen. Kaufe Gladys einen Navigationsschlüssel nach Stella Bay ab. Gladys ist willens, dir für 10.000 Bits einen Navigationsschlüssel nach Stella Bay auf Monarch zu verkaufen. Gladys hat erwähnt, dass Julie Tennyson, Captain Grump, versteht zwillens des anderen Captains Arbeit zu verschaffen. Du kannst auch die Kopf dazu. Ach je. Da müssen wir das ja echt machen, oder? Das heißt, wir kommen hier erstmal gar nicht weg, wenn ich das richtig sehe. Hm. Okay. Hm. Okay, wir gehen jetzt trotzdem mal kurz zur Unreliable und dann schauen wir mal. Ja, wo geht's lang? Hallo? Ohoho. Nee. Ist mir zu heiß. Wo geht's denn jetzt lang? Mensch, hier lang, glaube ich, ne? Da müssen wir lang, oder? Doch. Ja. Felix? Was willst du denn jetzt? Ja, was denn? Fancy running into you again. Don't mind me. It's just admiring your ship from up close. Mhm. Gotta hand it to you, boss. That's a fine looking ship. Merci. Only thing it's missing is me. Aha. Kenn ich ja noch nicht mal. Also. Ja, du bist ziemlich versessen darauf, dich jemand anzuschließen, den du kaum kennst. Aha. Hast du mir aufgelauert? Ich weiß es nicht gerade zu schätzen, wenn man mir nachstellt. Hm. What? No. No. Okay, yeah, maybe a little. I'm not trying to be all creepy like, I just want to make a good case for myself. Just give me a shot, that's all I'm asking. I could be the best damn crew you ever hired. Hm. Geisteshaltung, wenn du mich überzeugen willst, dich anzuheuern, packst du das aber gewaltig falsch an. Oh, okay, well... can you give me a couple of pointers? Bettel nicht. Erzähl mir lieber, warum ich dich in meiner Crew brauche.
Hey, that's good advice. I like the way you think, boss. Besides, not like there's a line of folks standing around hoping to get on your ship. I'm persistent, I'm eager, and I'm showing initiative. What else do you want in your crew? Ich habe mich noch nicht entschieden, was dich angeht. Wie wäre es mit einem Vorstellungsgespräch? Ich suche nach loyalen Stiefelleckern, Schmeicheln. Nee. Tut mir leid, Felix, aber die Antwort lautet nein. Nö. Ich habe mich noch nicht entschieden, was dich angeht. Wie wäre es mit einem Vorstellungsgespräch? Sure, an interview. That sounds fair. I mean, first time for everything, right? Ask me anything you like. Mhm. Was hältst du vom Tortendiagramm? It's delicious. Okay, so viel dazu. Mock apple pie and a triple crust. Maybe with a little cream on top. Aha. Classic. Aha. Alles klar. Was ist deine größte Schwäche? Foreman told me my biggest problem was that I didn't take orders. I told him my problem is not with authority, it's with jackasses. So yeah, I guess my biggest flaw is that I don't suffer idiots. Hope that's not a deal breaker. Ja, und wie schlägst du dich im Kampf? Are you kidding? I love a good fight. One time, I took an autoloader's head clean off its servos with one swing of a tossball stick. You can count on me in a scrap, boss. That's a promise. Naja, komm, wir nehmen mal mit. Perfekt, du bist angeheuert. Wow. You don't know how long I've been waiting to hear that. Thanks, boss. You're not gonna regret this. Das hoffe ich für dich. Ja, wir sehen uns auf dem Schiff, Felix. I'll just gather my personals and meet you on board. This is gonna be great. You got a crew now, Felix. Okay. Hast du euch noch was zu sagen, wo wir schon mal dabei sind? Something on your mind? Nö, passt schon. Alles klar. So. Gehen wir mal. Gucken, was auf dem Schiff noch zu tun gibt. Na, wenigstens haben wir schon mal die Waffe gefunden. Ist doch schon mal etwas. So. Was, du hast OWB-Glas, Gebetsperlen erhalten. Ja, schön. Captain, if you're looking for crew members Ellie or Felix, they're sharing a drink upstairs. Aha. Okay. Jetzt quatschen wir erstmal hier mit unserer Barwati. Hey, Captain. Ja? Can I get your temperature on something real quick? Ja. Na sicher, klar. So, June Lei and I have been talking some. Through messages? I got him here on my data pad, and well, she sent me a poem. One she wrote her own self, I'm pretty sure. I don't know if I should read into it. Because poems are all symbolic and such, right? It's not so good. But real sweet. Wie schlecht ist es denn? Du würdest also sagen, es kommt von Herzen. Wie schlecht ist es denn? She rhymed compression alternator with aches to meet her. It's about this engine that's been shaking itself apart. Then this lady mechanic comes by and lays one hand on it. The trouble goes away. It sings. Okay. I don't want to get too hopeful, but I'm wondering if maybe she's the engine and I'm the lady? It's a real romantic poem. It made my chest hurt, kinda. Ja. Nix da, die Crew braucht dich. Nein, ich bin doch Romantiker. Klingt, als würde sie dich mögen. I don't know where it's leading yet, or if I'm misinterpreting. I'm not much interested in physical stuff. Never have been. Leastways not like other folks seem to be. It's not that I can't, I just don't care for it. It's been a problem in the past. The folk who wanted to be with me back in the Vale, they said I was cold. Ja, du bist so ziemlich die wärmste Person, die ich kenne. Zur Hölle mit denen. Vielleicht warst du bloß nervös. Jeder Mensch ist anders. Mach dir keine Gedanken darum. Sowas kann schon ziemlich Spaß machen, aber es ist nicht alles. Die Leute sagen dasselbe über mich. Nicht, dass ich wüsste.
Okay. Nee, also die ist schon ziemlich warm, würde ich mal sagen. Thanks, Captain. That makes me feel a touch better. I actually had another message from Jun Lei. I just couldn't work up the courage to open it. But I'm gonna change that. Right now. Okay, here we go. Okay. Let's see here. Talking about old friends, got to thinking. Isabel? Who's Isabel? Ach je, okay. Alles in Ordnung? They were close, Captain. Like, more than friends close. Ja, sie standen sich nah, jetzt also nicht mehr. I don't know. Jun Lei talked about them like it was past, but how far in the past? 10 years? Last week? Captain, I'm feeling all mixed up right now. Could we maybe head to the Groundbreaker? Get some drinks at that bar there? The Lost Hope? Ja, ja. Ja, also wenn du das wirklich möchtest, gebe ich dir das nächste Mal, wenn wir auf der Groundbreaker sind, ein paar Drinks aus. Naja, wir sind ja eigentlich noch da. Thanks, Captain. Das ist mir nicht so weit weg. Ja, Stufenaufstieg, schön, toll. Naja, naja, machen wir noch, Parvati. Machen wir noch. So, sollen wir es direkt machen? Nee, wir gucken erstmal, was können wir noch hier machen? Was war denn hier noch zu tun? Sanitätsmaschine, achso, das war das wieder. Okay, da müssen wir wieder nach Monmark, das war das. Das Kühler. Wir müssen doch hier irgendwie mal noch was. Sehe ich auf das Notsignal? Achso, ja, das war's, genau. Das war, ich wusste, irgendwas gab es ja noch an Bord. Okay, gucken wir uns erstmal das Notsignal an, wenn wir schon mal hier sind, ne? So. So, was hast du denn für mich, gute Ada? How can I be of assistance? Jo, du kannst mir mal hier sagen, was da für ein Notruf ist, ne? Also, ich habe diesen Notruf erhalten. Kannst du ihn für mich abspielen? Yes, Captain. Beginning playback now. There's viscera and death everywhere. Gunfire, gnashing teeth. The unemployed. For law's sake, if anyone's receiving this, please send help. What? No! Captain. We are now capable of accessing the Roseway landing pad. Also, corporate protocol requires that all distress signals include a list of key personnel for retrieval. The embedded names are Anton Crane, Von Cortez, and Orson Shaw. Okay. Aber trotzdem hätte ich jetzt gerne Lust auf ein wenig Unterhaltung. Certainly, Captain. What would you like to hear? Ada, erzähl mir einen Witz. How do linear algebraists settle arguments about matrix transposes with a dual? Okay. Alles klar. Ada, spiel meinen Lieblingssong. Alexa, spiel meinen Lieblingssong. Now playing a Spacer's Choice advertisement jingle. It's not the best choice. Oh nein, bitte nicht. Nein. Das ist nicht mein Lieblingssong. Everyone in Halcyon is contractually obligated to label this or another board certified jingle their favorite song. Ach du Schande, nee. Ja, okay, das reicht mir fürs Erste. Wish, danke. Captain, I must comply with all direct orders. Okay, hast du eine Minute? I have lots of minutes. Ja. Many minutes. Ja. Unlimited minutes. Ja, perhaps. Ja. Providing an adequate power source, ja. I can function indefinitely. Meine Güte. Was würde denn passieren, wenn du keine Energiequelle mehr hättest? I prefer to think of it as being in a state of slumber. Perhaps for an indefinite duration of time. Do you think that is what it's like for the colonists on the Lost Hope? Kann schon sein. Möglich. When I simulate myself in such a scenario, I do not find it to be desirable. I think my self-preservation protocols incline me to desire the alternative. Wie sich mal das Gesicht verändert. Ja, und die wäre... Traveling the system with you, Captain. Was mit dem letzten Captain? Vermisst du ihn? Oder ist dein Captain so gut wie der nächste?
Do you know what it feels like when the ship undergoes an unexpected power surge? A jolt to the system. I have felt that. I do feel that. As you may be aware, Captain Alex Hawthorne was a smuggler of some repute. I failed to predict the likely outcome of his reckless behavioral patterns. I should have predicted that. In our travels together, Alex liked to pass time by, as he called it, tinkering to improve my design. Okay. Gab es auf dem Schiff noch andere Captains? If you mean, was Captain Hawthorne my first? Yes, he was. Ja, dann lass uns mal über etwas anderes reden. How can I be of assistance? Ich würde gern mehr über die Kolonie erfahren. What part of the colony would you like to discuss? Ja, wenn wir schon da sind, die Groundbreaker. We're clear to dock with the Groundbreaker, if that's your desired destination. If we're going there, please be sure all docking forms have been filed in triplicate and fees have been paid. The Mardets take their docking laws quite seriously. Das war nicht das, was ich wollte. Ja, darum kannst du dich kümmern, oder? I can, yes. Ja, gut. Gott sei Dank. Let me add that to my list of 1,435,498 tasks I'm simultaneously executing in order to run our ship. Okay, großartig. Danke. Oh, und werde nicht pumpig. Order does not compute. Nevertheless, I will endeavor to execute my current and future tasks without lick. Okay. Sag mal, was hat mit der Groundbreaker auf sich hat. The Groundbreaker was Halcyon's original colony ship. Mhm. It has since been repurposed as a service station in the Lagrange point of the system. Freighters often deliver or pick up goods from the Groundbreaker en route to other destinations. The city ship hosts an array of cargo bays, factories, housing sections, and more. Many of Halcyon's companies maintain office spaces with stationed representatives in what is considered a truly neutral territory within the system. I have filed the required docking forms in triplicate and fees have been paid. Brav, brav, so schön. So schön. Of course. What part of the colony would you like to discuss? Nee, jetzt, das nächste Mal machen wir weiter, okay? Das nächste How mal. Can I be of assistance? Ja, ist okay. Nee, ich will nichts mehr. Bis später, Alter. I'll be here. Yep, ich glaub's. Ich weiß. So, was haben wir hier? Achso, jetzt könnten wir hier zur Roseway, ne? So. Ja, genau, geht die Notruf nach. Okay, mussten wir ja hier mit der... Wo war das denn? Mit Roseway? leerer Mann? Nee. Das war's, oder? Ach nee, das war das mit dem... Hier, da müssen wir nach Roseway. Aber wenn wir jetzt noch der Groundbreaker sind, machen wir mal erst das hier. Bring Pavati zur Lost Hope auf der Groundbreaker. Okay, machen wir doch glatt. Na, gehen wir mal. Ne? Quatschen wir noch mit der guten Pavati. So, Tag Felix. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6 Leute können wir in unsere Crew einladen. Ah ja. Ich frage mich, ob das irgendwann so sein wird, dass man Leute entlassen muss, wenn man andere dabei haben will. Na, aber ich will jetzt nur Pavati mitnehmen. Nein, dich will ich nicht mitnehmen. Nur Pavati. So. Nur ein Treffen unter Freunden, zu zweit. Ach ja. Da findet man mal jemanden süß und was ist? Sie hat nur Augen für jemand andere. Ach, ey. Nur für eine andere. Urgent Molasses is down on 22 that you did a contract for Sublight. Interessiert mich nicht. Only one. Kommst du, Pavati? So. Hallo. Wir sind wieder da. Wir kennen uns schon. A hard cider for a hard life. Du bist auch immer noch da. Irgendwann knall ich dich ab. Also wenn irgendwann mal so Werbedrohnen, die so wie bei uns durch die Gegend fliegen in der realen Welt, dann kaufe ich mir ein Gewehr. So. So, how's this work?
Do we get a table? Stand in a corner? Ja, ich denke mal, wir kann man sich auch hinsetzen irgendwie vielleicht? Nicht? Ja, ach komm, wir stellen uns mal hier so hin. So, komm, kommst du? Komm, nicht? Na gut. Dann ebenso. Okay, so, what are we drinking? You're the expert. Mist, bin doch kein Experte im Trinken. Oh, and don't worry on the price. I got this. Let's just do it proper. Mhm. Aber eigentlich wollte ich dich doch einladen. Du bist keine große Trinkerin. Wir sollten klein anfangen mit Bier. Mhm. Ich will nur mit Bier anfangen, aber in Edgewater hast du gesagt, dass sich der Geruch anekelt. Aha, haben aber aufgepasst, hä? Wie wäre es mit Wein? Wenn du wirklich schnell betrunken werden willst, wirkt Whisky am schnellsten. Wahrnehmung. Bist du sicher, dass du das möchtest? Du wirkst nervös. Oh no, that's just that's on account of my not being able to sleep lately. Makes my hands all twitchy, you know. I've just been lying awake thinking about what June Lay said. Feeling my heart shake. Ja, ich meine, wir könnten auch einfach mal hingehen und sie fragen, ne? Aber naja, gut, aber du willst ja unbedingt trinken. Naja, ich würde mit Bier anfangen, aber in Edgewater hast du gesagt, dass sich auch anekelt, wie wär's mit Wein, okay. Oh wow, you remembered. Tja, nu. Well, that's fruit and such, right? Okay, wine it is. Mhm. Bottoms up. Prost. Wow, this is really kind of nice, actually. Mhm. Who'd have guessed old fruit could taste so good? Oh, Captain, I'm pining for June like something fierce. What am I doing? Tja. Im Allgemeinen oder jetzt spezifisch? Du gönnst dir einen Drink mit einem Freund. Du reist auf einem fantastischen Abenteuer durch ganz Hälschen. Klingt es hauptsächlich jammernö. Tja, was tue ich nur? Tja, eben im Allgemeinen oder spezifisch wegen der June Lay? I mean, just with June Lay. I don't know what to do about us. Mhm. Tja, sag mir erst einmal, warum dich ihre Nachricht so durcheinander gebracht hat. Frag mich nicht. Ich habe bei diesem Thema bisher nicht gerade rumbekleckert. Okay. Ja, aber sag mir erstmal, was dich so durcheinander gebracht hat. Well, she talked about another girl, right? Isabel. Mentioned her by name and everything, like she wanted me to know. Maybe I've been making a right fool of myself this whole time. Maybe she's not interested after all. Was genau hat sie denn geschrieben? Du hast es nie gesagt. Niemand schreibt einer anderen Person solche schrecklichen und leicht sinnlichen Gedichte, ohne etwas für sie zu empfinden. Vielleicht gehst du die Sache zu verkopft an. Ja, was genau hat sie denn geschrieben? It was real long and rambly. She was telling me a story about her dad, how a lady named Isabel did all sorts of things to try to win his favor. This Isabel lady never quite managed to get her dad's approval, but they carried on anyways. Made something good out of a bad situation. Then it all went down the tubes. Do you think June Lay still has feelings for her? Ja, worum geht's denn gerade wirklich? I just got a lot of feelings, Captain, and they're all climbing up my throat. I need another drink. Right now. Before I lose my nerve. Okay. Nö. Vielleicht solltest du lieber aufhören, solange du noch stehen kannst. Ach komm, egal. Komm, wir trinken einen. In Ordnung, dasselbe wie vorher. Something stronger, I'm thinking. Was, echt jetzt? I'm still all tense and weird inside. Mhm. Tja. Zeit für ein Bier, was mag, es mag's ja nicht. Das kann Schnaps auch nicht richten. Das ist richtig. Es ist zwar richtig, aber trink trotzdem Whisky. Tja. All right. Whisky. Woo, that smells like an unlawful union between paint thinner and propellant. Ja, schmeckt wahrscheinlich auch so. Oh. Mm. Oh, I'm gonna be sick. That's a crime is what that is. Oh, Captain. I want to talk to June Lay all the time. Even about silly things, but I'm so scared. Hm.
Was ist mit mir? Ach, ja, nee, es bringt ja nichts. Bringt ja nichts. Nee, du musst deine Angst überwinden. Komm, red mal da. Figuring feelings ain't so easy as saying words, Captain. Someone so brave as you, well, you can't understand. Does she think I'm as pretty as I think she's handsome? What if she doesn't like me? What if she does? What if she's still got feelings for that lady, Isabel? What if we get together and she gets bored of me? Jetzt nur nicht nachlassen, ein paar Zweifel schaffst du noch. Ja, es gibt einen einfachen Weg, um Antworten auf diese Fragen zu erhalten. There's nothing easy about spilling your guts to the person who's got your heart in their hands. You know I'm not interested in physical affection. That's, well, it's tripped folks up in the past. Folks I thought cared about me for me. Ja, was, frag sie halt, Himmel, Herrgott. What if she is, but then later she's not? Dann werdet ihr wohl getrennte Wege gehen. Das haben wir gemeinsam, weißt du? Ich kann mit körperlicher Nähe auch nicht viel anfangen. Ne, das will ich jetzt sagen. Hast du Angst, dass du zurückgewiesen wirst, weil du so bist, wie du bist? Du hast also Angst, dich zu enttäuschen. Du kannst nicht kontrollieren, wie Menschen auf dich reagieren, egal wie wichtig sie dir sind. Ja, entweder das oder... Na gut, sie hat Angst, dass sie zurückgewiesen wird, weil sie eben so ist, wie sie ist. Tja, kontrollieren kannst du es ja auch nicht. Na komm. Of course. Wouldn't you be? Die Angst haben wir alle, egal welche Eigenarten wir auch haben. Huh. I'd never thought of it that way. I wonder what June's afraid of being rejected for. She seems perfect to me. Maybe those are just my rosish colored goggles talking. To be strong like her. Gosh, I don't know that I got that in me. Sometimes I feel real mean inside, Captain. I think ungenerous thoughts. Na und? Tja, das ist ja dann etwas, an dem du arbeiten kannst. Yeah. I like the way you put that. Like, it's okay to want to be better for her, and not impossible to try. Mm-hmm. Well, Captain, this has been a whole lot. I got just, wow, so much to think about. Mm-hmm. Und wirst du jetzt auf ein Date bitten? Oh gosh, I don't know, Captain. Do you think I should? Ja klar. Überzeugen. Du bist dir immer noch unsicher? Ja, frag einfach. Entschlossenheit. Frag nicht mich um meinen Rat. Glaub an dich. Was rät der Alkohol? Das ist genau das Falsche. Du bist dir immer noch unsicher? Ja, frag einfach. Alright, alright. There's no need to strip your screws over it. Okay? Okay, I'm gonna do it. Right when we get back to the shit. Ship. I mean... Probably. Yeah, yeah. Eventually. It's okay. Thanks for hearing me out and giving me counsel. Kein Ding. And, well, for being a friend. Mm-hmm. It means a whole lot. You're good people, Captain. Mm-hmm. Come on, let's go. Yep. Okay. Ja, schön. Haben wir das erledigt. Schön, dass ich dir helfen konnte, Parvati. Ja, aufs Schiff bringen wir dich aber erst in der nächsten Folge. Also, ich sag dann mal... Ciao, ciao und bye, bye. Bis zum nächsten Mal. Euer Aiden Hobbs.